Dass Plauen über einen Shantychor verfügt, das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Es ist auch durchaus nicht ungewöhnlich, dass es Shantychöre im Binnenland gibt. Schließlich kommen ja nicht alle Seefahrer von der Küste. Im Gegenteil. 25 Jahre alt ist der Shantychor der Marinekameradschaft Plauen-Vogtland und am vergangenen Wochenende gab er im Elsterpark zusammen mit befreundeten Gastchören ein Jubiläumskonzert. Keine Frage, bei dem Anblick schlugen so einige Frauenherzen höher. So viele fesche Mannsbilder in derart schicker Aufmachung, das sieht man nicht alle Tage. Die Mitglieder von 4 Shantychören hatten sich an diesem Samstagvormittag im Plauener Elsterpark zusammengefunden, um gemeinsam ein Geburtstagsprogramm zu gestalten. Wie bunt es innerhalb der Formationen zugeht, das war schon akustisch am Sprachgewirr zu erkennen. Die Gastchöre kamen aus Franken und Thüringen, aber auch innerhalb der Chöre herrscht Multikulti, so wie hier im Shantychor Hof. Das ist der Moses. Das ist der Moses, der kommt aus Berlin. Aus Berlin? Ja, aber er wohnt jetzt in der Nähe bei Hof. Okay. Ja. Und er ist jetzt genau wie ich ein Jahr dabei. Das singen kann er nicht. Er weigert sich. Er kocht lieber. Da war er wohl der Einzige, denn die anderen wollten alle singen. Nachdem die Technik geprüft und einsatzbereit war, konnte es dann gegen 9.30 Uhr losgehen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier im Einkaufscenter Elsterpark. Der Shantychor der Marinekameradschaft Plauen-Vogtland 1899 möchte Sie heute und hier recht herzlich zu seinem 25. Jubiläum willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen für die vor uns liegende Zeit viel Freude, ein klein wenig Seemannsromantik und ich hoffe, dass Sie alle uns treu bleiben werden. Treu blieb das Publikum bis zum Schluss gegen Mittag. Rings auf der Empore wurde es zunehmend enger. Und ja, es breitete sich tatsächlich eine maritime Stimmung aus. Der Funke springt ganz schnell auf das Publikum über. Diese Erfahrung macht der Shantychor aus Plauen schon seit vielen Jahren immer wieder. Angefangen hat es 1992 zur ersten Wiedergründungsfeier der Marinekameradschaft im Bosssaal. Und da haben sich 11 sangesfreudige Sänger zusammengefunden. Bereits im Jahr darauf hatte der Chor seinen ersten Auftritt. Die Idee stammt von unserem ersten Chorleiter, vom Herrn Müller Rudolf. Und mit einem Mal standen halt die 8 Mann dort, ja. Und das ist so reingekommen, dann sind wir auch urplötzlich dann in der Zeit auf 17 Mann hoch gekommen, ne, dass wir da wirklich auftrittsfähig waren. Und zum ersten Auftritt waren es dann schon 22 und seitdem läuft die ganze Sache. Jetzt sind wir 33 und ist eine ganz feine Sache. Wir haben so viel, kann man sagen, im Jahr zu tun. So um die 50 Auftritte machen wir im circa meistens, manchmal sind es auch etwas mehr. Und wir haben 2 Akkordeonspieler, 2 Mann an der Gitarre. Und auch ein Bassgitarrist. Aussehen tun sie durchweg alle wie Seebären. Sind auch richtige dabei? Am Anfang war es so, dass der Großteil zur See gefahren ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das kannst du heute nicht mehr verlangen, dann kannst du diesen Chor nicht mehr halten. Jetzt haben wir, kann man sagen, nur noch welche hier, die bei der Volksmarine gefahren sind oder waren auf dem Fischereiboot. Ne? Aber wie gesagt, das war früher etwas anders. Ne? Kriegsmarine, U-Boot. Aber die alten Herren leben halt alle nochmal, ne? Es gibt ein Schiff im Hafen.
Die Liebe zur See ist bei allen vorhanden. Auf jeden Fall, es macht ja auch unheimlich Spaß, vor dem Publikum zu stehen. Und dann, wie sagt man immer so schön, wenn geklatscht wird, ist immer der Lohn, deutsch gesagt, des Künstlers. Ne? An der Küste gastiert der Chor eher selten. Wenn doch, dann werden die Matrosen aus dem Vogtland absolut nicht belächelt. Ganz im Gegenteil, nicht selten wurden sie bestaunt. In der Regel ist der Plauene Shantychor aber im Vogtland, Thüringen und Franken unterwegs. Ja, am 2. April sind wir in Oberlauterbach, das ist die PG-Klinik für Berufskrankheiten, Atemwege und so weiter. Da sind wir schon jahrelang da, meistens so jeden zweiten Monat. Dann kommt wieder Bad Elster, die Brunnenbergklinik, da sind wir schon, ewig und ewig dort, ne? Und so zieht es das durch, ob das Geburtstage sind oder Hochzeit, alles dabei. Vorlieben für spezielle Veranstaltungen haben Klaus Wunderlich und seine Sangeskameraden fast keine. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich jeder Auftritt schön. Eigentlich schöne Auftritte, kann man sagen, doch der Vogtländer. Voriges Jahr Wernes Grün. Oder wie gesagt, Hafenfest in Plauen am Gondelteich in Kleinfriesen. Das sind eigentlich so, was eigentlich sehr gern von unserer Seite aus gemacht wird. Auch beim Shantychor Plauen mangelt es an Nachwuchs. Naja, also mit Nachwuchs sieht es eigentlich normalerweise schlecht aus. Das ist eigentlich nur Mundpropaganda. Wir haben voriges Jahr, wie gesagt, durch Zufall 4 neue Leute, die sind alle so Mitte 60. Und das kann man akzeptieren. Dafür haben wir auch 4 Mann, die über 80 sind. Ne? So viel zu den Sängern. Dramatischer sieht es mit den Instrumentalisten aus. Wir brauchen ganz dringend einen Akkordeonspieler oder Akkordeonspielerin. Die sind auch alle beide über die 70. Und wenn immer einer ausfällt und dann fällt die andere aus, können wir erst einmal Deutsch sagen, müssen wir kurz treten. Ne? Das wäre unser größter Wunsch. Wie gesagt, wir sind 33 Sänger und sangesmäßig sind wir ausgelastet. Die Leute haben wir. Aber Akkordeonspieler fehlt. Und wer macht das heutzutage schon? Das jüngste Mitglied im Chor ist 22 und die Ältesten werden in diesem Jahr 83 Jahre alt. Nur eine einzige Frau ist dabei. 2 CDs hat der Shantychor schon herausgebracht. An diesem Vormittag war aber Live-Musik gefragt und die genoss das Publikum sichtlich. Im Anschluss an den Jubiläumschor sangen die Gäste aus Franken und Thüringen. Jeder hatte 5 Lieder im Gepäck. Wie gut die Formationen ankamen? Die Bilder sprechen für sich. Bleibt uns nur noch dem Plauener Shantychor ebenfalls zu gratulieren, auf dass sie uns noch lange mit ihren Shantys erfreuen mögen.